So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Jahreswechsel steht immer noch an. Es geht dem Ende zu, deshalb ein paar Statistikvideos. Wir wollten also die Medaillen und Erfahrungspunkte zeigen in einem Video. Ein Video vielleicht über die Arenen, wie viele Arenen insgesamt, wie viele Goldmedaillen bei den Arenen, welche Arenen, wo sind die denn so verteilt. Vielleicht ein Video über Luckys oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Ein Video über Shinies, meine ganzen Shinies wollte ich zeigen. Und ein Video, meine ganzen Hunderter, die ich so gesammelt habe. Und heute sind wir angekommen beim Thema Shinies. Und wir werden gleich mal reinschauen. Ich habe mal Schildern eingegeben und nach Pokédex-Nummer sortiert. Damit ihr genau schauen könnt, auch in der Familie, wie viele da sind. Ob von jedem eine Form da ist, ob Doppelte da sind, mal wenn das nach Fangdatum sortiert ist, ist das ja ein Durcheinander, genau wie nach WP. Jetzt gehen wir also die Pokédex-Nummer durch und schauen mal, was da dabei ist. Viele werdet ihr sicherlich auch haben. Angefangen mit einem Shiny Bisasam. Richtig gutes Level auch, 991 WP. Das gab es natürlich am Bisasam Community Day, den jeder miterlebt haben sollte. Das sind ein paar da könnt ihr gleich mal sehen, wie viel man so gefangen hat. Ich war immer bestrebt, natürlich von jedem drei Stück zu bekommen, dass ich die dann auch entwickeln kann und von jeder Form eins habe, also Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor. Wie ihr seht, ist das aufgegangen. Habe auch von jedem eins bekommen. Na, das heißt Brian, weil das hat der Brian mir sogar dann mal getauscht in dieser 12 Tage 12 Shiny Aktion, wer das miterlebt hat. Habe mir selbst eins entwickelt, habe noch eins von ihm bekommen, coole Sache. Dann Glumanda gab es auch als Community Day, da hat man sich ein paar mitgenommen. Kam ja dann auch nochmal zurück zum Jahresende. Glutexo darf natürlich nicht fehlen und Glurak genauso wenig. Das habe ich damals auch hochgezogen, weil ich das cool fand und das höchste Shiny von Glumanda war und ich unbedingt einen Glurak wollte mit hohen WP, das schwarze. Ja, da habe ich dann jetzt nochmal eins entwickelt, als es das zweite Mal zurückkam. 15.11. bla bla bla. War das andere oder das? Römel, 19.05. Ja, okay. Das war der... Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Na, das habe ich mir irgendwann mal geschickt. Das andere, das Glutexo, glaube ich. Genau, das Glutexo war jetzt gefangen am 1.12. während des Community Days. So, irgendwo. So, bitteschön. Also, nicht verunsichern, Glurak. Dann haben wir Shiggy natürlich. Und Shiggy, das nervt mich mittlerweile richtig, weil ich so viele blöde Shiggys einfach da hatte. Das gab es ja normal als Shiny natürlich. Dann gab es das auch als mit Sonnenbrille als Shiny. Ich habe sogar mehr mit Sonnenbrille als Shiny als normale Shinies. Da es die mit Sonnenbrille als Shiny auch aus den Feldforschungsaufgaben gab. Die kamen da raus und man wusste, wenn das ein Shiny ist mit Sonnenbrille aus dem Stop, dann kann man das in die Gruppe posten und jeder, der da hingeht, kriegt genau auch ein Shiny mit Sonnenbrille, was bei den normalen Shinies eben nicht so war. Deswegen gab es da relativ viele. Natürlich auch ein entwickeltes als Shilock, ein entwickeltes als Turtok. Und das war auch besonders, denn da ist ein Shiny mit Sonnenbrille als 100%iges aus dem Stop gekommen. Und wirklich also jeder, der da hingegangen ist und hat an diesem Stop sich das geholt aus der Aufgabe, hat auch ein Shiny 100%iges Sonnenbrillen-Shiggy bekommen. Vom Alex weiß ich aus der Gruppe, dass der genau dasselbe hat, aber... Ansonsten hat irgendwie keiner was gesagt. Entweder haben die das alle nicht gefangen oder sie haben sich die Aufgabe nicht geholt. Es wurde auf jeden Fall durchgegeben, immer wenn irgendwo Aufgaben waren. Das haben wir also dabei. Natürlich auch ein normales Shiny entwickelt, ohne Sonnenbrille, was auch wieder von Brian kam. Und ich habe natürlich selber eins entwickelt. Ich lasse mir doch nicht alles tauschen, aber das meiste. Dann ein Shiny Pikachu. Das war ja der erste Community Day, den es je gab. Da haben wir eins bekommen, eins haben wir auch wieder vom Brian bekommen, eins haben wir entwickelt, denn das war damals ziemlich mau, da habe ich nur zwei Stück bekommen beim Pikachu Community Day, während ich bei Shiggy einfach 10 Millionen hatte. Dann ganz besonders, was jetzt in letzter Zeit erst kam, Alola Raichu, und obwohl man ja, wenn man ein wenn man ein Shiny Raichu im Pokédex registriert hat, ist ja automatisch auch beim Shiny Alola Raichu, das Zeichen da und ist ausgefüllt, obwohl man gar keins gefangen hat. Aber ich will ja immer alles auf der Hand haben, deswegen habe ich in letzter Zeit viele Alola Raichu Raids gemacht, habe auch jetzt endlich ein Shiny bekommen. Sehr schön natürlich, der braune Nidoran, was ja offiziell nur am Mädelstag rauskam,
da zu fangen war in Unmengen. Der Xtreme hat auch eins bekommen, das wollte mir nicht abgeben. Da war er wieder geizig, aber kann ich schon verstehen, denn das ist auch trotzdem was Besonderes. Das habe ich, glaube ich, dann von Pupsi bekommen. Genau, Super Sani am 1.12. im Zuge dieses Super Community Days, wo einfach alles Community Days zurückkam, hat sie auch ein Nidoran gefangen in Shiny, was sie mir dann gegeben hat. Nochmal danke dafür. Jetzt bräuchte ich aber noch zwei andere, damit ich das auch mal entwickeln kann. Dann Punita kam zusammen mit Dragosso zurück, das konnte man eine Zeit lang fangen. Da habe ich auch ein Punita entwickelt zu Galoppa. Ach, Dragosso kommt ja noch gar nicht, ist ja wieder nach Dings sortiert. Magnetilo wurde aber eingeführt. Und Magnetilo, da habe ich bestimmt 10 Millionen Magnetilos angeklickt und irgendwann ein einzelnes bekommen. Die waren wirklich extrem selten. Jetzt mag ich das auch nicht entwickeln, obwohl das nochmal in der vierten auch jetzt Magnetzone noch als Entwicklung bekommt. So könnte ich also drei Shinies aus dem einen machen. Möchte aber eigentlich warten, bis ich ein zweites habe und am liebsten noch ein drittes, bis ich das entwickle. Ein Slimer gab's und das, wer die Folge gesehen hat, ich weiß gar nicht, wann das hochkommt, auf jeden Fall gab's das mal vom Thorsten, sehr cool, ich hab ja gesagt, Thorsten Ehrenmann, immer sehr dankbar und der gibt immer zurück, der nimmt nicht nur, der gibt auch und so auch ein Shiny Slimer von seiner Seite aus, richtig coole Sache. Dann Mushas gab es auch mal während des Wasser-Events, glaube ich, gab es ein Shiny Mushas. Habe jetzt mittlerweile zwei, habe auch schon ein Austoss daraus entwickelt, was ich auch sehr cool finde in diesem Blau und auch dieses Orange. Sieht richtig genial aus. Gengar gab es ja am Gengar-Tag, wo wir durch die Gegend sind, haben Raids gemacht, haben einen Gengar nach dem anderen gemacht, mitgenommen. Da gab es auch etliche, schön auch Schlecker. Spukball, wunderbar, was will man mehr? Da habe ich eins, glaube ich, auch schon weggegeben, weil ich das getauscht hatte gegen Mikpfu, also für Mikpfu, gegen ein Sazenier, was alt war, weil mir das auch als Lucky gefehlt hat. Ein Traumato habe ich bekommen, das habe ich, glaube ich, von der Heike aber getauscht. Auch danke dafür natürlich, für das Traumato, weil ich da leider keins bekommen habe. Jetzt sind wir aber beim Dragosso angelangt und da hatte ich richtig zugelangt. Da habe ich, glaube ich, 4 Stück oder so bekommen, 3. Okay, habe auch eins entwickelt als Knogger. Dadurch habe ich natürlich im Pokédex auch das Alola-Knogger schon als Shiny eingetragen, aber ich will ja trotzdem einen Alola-Knogger als Shiny auf der Hand haben, deswegen jage ich momentan auch immer den Vierer-Raids hinterher, in der Hoffnung da einen Alola-Knogger als Shiny zu bekommen. Pinsir kam zusammen mit Gengar, am Gengar-Tag wurde das auch veröffentlicht, saß überall rum, da gab es auch ein paar, manche Leute haben da an dem Tag 10 oder 11 Pinsir bekommen. Bei mir waren es jetzt 2. Und mein allererstes Shiny, was ich je bekommen habe, war ein Carbador. Das dürfte aber nicht das sein. Das ist nämlich vom 12.8. Das habe ich nämlich, glaube ich, direkt entwickelt. Hier seht ihr ja schon das Datum, 13.11.2017. Da haben wir 25.04.2018. Und da ist es, 22.03.2017, das war der erste Tag vom Wasser-Event damals, als Shiny Carbador eingeführt wurde. 22.03., 21 Uhr damals noch, hat das Event angefangen, ich bin rausgegangen, zum Rathaus gelaufen, das erste Carbador angeklickt und es war ein Shiny. Und ich war so gehypt, ich habe das sofort entwickelt, sofort gemaxt und sofort gepostet, weil ich dachte, so viel Glück kannst du nicht haben. Auch Crazy O hat dann noch gemeint, wow, du bist bestimmt weltweit der Erste, der dann Shiny Garados dann hat und das ist was ganz Besonderes. War natürlich nicht so, zu dem Zeitpunkt, nach 10 Sekunden hatten schon 10 Millionen Leute einen Shiny Garados, natürlich mit besseren IV. Hab das damals aber trotzdem einfach entwickelt, weil ich mich so gefreut habe, hab das hochgezogen. Seitdem ist das immer noch da. 22.03. Dann habe ich vom typisch Andy, wow, der hat ja auch ziemlich, das sieht ihr, 26.03., der hat also 4 Tage nach mir einen Shiny Carbador bekommen, was er letztens mit mir auch getauscht hat gegen ein Mewtwo. Und er meinte, das ist alt, aber das braucht er nicht, aber er wollte dann nochmal Mewtwo haben als Lucky Pokémon in der Hoffnung, dass das ein gutes wird. Deshalb da noch ein Shiny Garados als Lucky Pokémon dabei. Dann Evoli-Tag war ja auch 2 Tage am Wochenende diesmal, da konnte man auch ordentlich zulangen, konnte sich dann einen ganzen Beutel voll machen mit Evolis. Und dann ging es auch ans Entwickeln. Ich habe auch ein Video dazu hochgeladen.
wo ich geschaut habe, ob ich die Evoli-Entwicklungen bekomme. Habe 3 Stück entwickelt. Das erste ist ein Aquana geworden. Das zweite habe ich entwickelt, das ist ein Blitzer geworden. Das dritte habe ich entwickelt, das ist ein Flammara geworden. Mit den anderen beiden bin ich gelaufen natürlich, denn die Namenstricks waren schon alle weg. Ach, die sieht man ja jetzt ja auch wieder nicht. Das ist ja wieder eine ganz andere Generation. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe also an einem Tag alle 5 Weiterentwicklungen von Evoli als Shiny bekommen. Aquana, Blitzer, Flammara und auch Psyana und Nachtara natürlich. Dann haben wir hier ein Amoroso, auch sehr gutes Level, das habe ich glaube ich vom Bockwurst King damals bekommen. Ja, der spielt nämlich immer in Sonneberg und wir tauschen uns auch immer ein bisschen aus. Auch coole Sache, ein Caputo gab's, wo war das jetzt her? Vom Lugdorf wieder mal, also der Thorsten, der mir immer gut zur Seite steht und sich immer erkenntlich zeigt, wenn man ihm aushilft. Finde ich cool, gerade das Grün finde ich am geilsten, dieses Pfeffigrün, was manche Pokémon haben. Da habe ich jetzt auch die Familie voll, habe auch das Kabutops, habe ich nämlich neulich entwickelt dann. Dann gab es die Safari-Zone in Dortmund, da hatte ich damals ein Aerodactyl gefangen als Shiny. Später habe ich dann auch noch eins getauscht mit typisch Andy, man kann ja nie genug haben. Der zweite Community Day war das glaube ich schon, da gab es Dratini. Da habe ich meinen Account damals mitgegeben, weil ich selber nicht spielen konnte, habe ein einziges Shiny Dratini bekommen. Aber jetzt als das zurückkam, konnte ich nochmal nachlegen, hatte noch welche bekommen, konnte mir deshalb jetzt auch die Familie endlich mal entwickeln. Also auch ein Shiny Dragonier, ein Shiny Dragoran, auch sehr gutes Level mit 3268 gleich nach dem Entwickeln. Endivir, das kleine Tic-Tac. Hui, was sein Blatt rumwedelt, gab es natürlich auch zum Community Day, da gab es auch wieder etliche, da waren wir auf der Feste in Coburg, sind da rumgelaufen, haben da das Nest ausgecheckt, alles mitgenommen, also da ging es auch richtig ab, wie ihr seht, das hört gar nicht mehr auf, Lorblatt natürlich entwickelt, Megani entwickelt, immer aus dem Höchsten heraus, dann Feuriegel als Shiny, was auch dabei war, der vorletzte Community Day Tag war das natürlich, Feuriegel. Bla bla bla. Und ihr seht, die WP werden ja immer niedriger. Aber ein Igelava entwickelt mit 1100 und ein Tornupto mit 2100. Die dürfen nicht fehlen. Ein Shiny Togepi gab es da auch. Getauscht mit Ivermilde. Ja, da hat man manchmal Glück, wenn man tauschen kann. Das hätte ich schon längst entwickeln können, aber ich wollte eigentlich warten. Habe ein normales Togekiss entwickelt, weil ich ein 100%iges hatte. Das Shiny wollte ich mir noch aufheben, bis ich wie gesagt auch mehrere davon habe. Dann hier ein Shiny Natu gab es zu sehen, genau wie ein Shiny Xatu. Beide am Start, wunderbar. Voldilam Community Day war auch dabei. Ein entwickeltes Vati, ein entwickeltes Ampharos habe ich damals. Dachte, ach so, ich hatte ein 100er normales, ein 100er Voldilam und wollte das eigentlich erst entwickeln für die Drachenattacke, aber habe das dann so gelassen, weil ich es als 100er mit Elektroattacken eigentlich cooler fand. Habe dafür das Shiny aber wenigstens entwickelt, dass das die Drachenattacke hat. Jetzt seht ihr also auch endlich Psyana und Nachtara in diesem kräftigen Pfeffigrün und hier schwarz-blau. Auch coole Sache, Gramurks, wo ich lange Zeit dachte, dass Gramurks wirklich nur ein April-Scherz ist, weil ich meins am 1. April gefangen hatte und ich von niemandem mehr gehört habe, dass die überhaupt welche haben. Nach einer Zeit sind vermehrt wieder welche aufgetaucht, da hat auch Brein eins gehabt, vom 4. April schon war das Mysterium widerlegt, dass es die also nicht nur am 1. April gab. Das müsste das sein von Brian, der hat seine nämlich immer einfach Shiny genannt. Und theoretisch könnte ich da auch eins entwickeln, aber ich habe ja schon meinen 100% Gramm-Chef entwickelt, damit warte ich also auch noch. Dann das Tanzer, was ich ja von Dratione bekommen habe, darüber habe ich auch ein extra Video gemacht. Und ein Forstelga, was sogar glücklich geworden ist, durchs Tauschen natürlich mit typisch Andy. Achso, bei dem Natu natürlich nochmal Danke auch an Lukas, das war nämlich von ihm, bei dem zweiten weiß ich es gar nicht mehr. Snubbull haben wir dann hier, da geht natürlich auch wieder ein Dank raus an Marco, aka Nebels, mit dem man gut tauschen konnte, was ich auch in seiner Entwicklungsform als Granbull richtig cool ansehe, also ich setze das auch gerne in Arenen.
Manche sagen, da gibt es doch gar keinen Unterschied, aber doch, das ist schön creme-vanillefarben. Ein Hunduster habe ich gefangen, irgendwann mitten in der Celebi-Forschung war das, glaube ich. Saß das einfach mal hier im Wohnzimmer rum. Dann ein Shiny Mugbee, gebrütet aus den Eiern. Ein zweites auch ertauscht. Und der beste Community Day der Welt war natürlich Lavita. Und das war jetzt ja auch schon zweimal da. Da habe ich auch ordentlich zugeschlagen damals. Gab es etliche Lavita. Viele hat man auch getauscht. Dann gab es Pupita. Und dann natürlich Despota. Was besonders war mit Katapult Steinkante. Bester Gesteinsangreifer geworden damals. Und das hat sogar 98%. Da hatte ich richtig Glück. Ich habe das auf den anderen Accounts als normales bekommen mit 98%. Und hier habe ich es als Shiny bekommen mit 98%. Das ist einer meiner Lieblinge. Und ihr seht, ich habe da einfach noch ein paar entwickelt, die die gute WP hatten. Die höchsten WP habe ich dann immer genommen und entwickelt. Dann kamen schon die Vögel, beziehungsweise waren die Vögel ja vorher schon mal da. Und da gibt es ja einfach mal Shiny Lugia in Unmengen. Ihr seht da auch Werte und dann seht ihr die Werte nicht mehr, weil die werden ja dann wieder schlechter und nehmen dann ab. Beim ersten Mal Lugia ging es also richtig ab und beim ersten Mal Ho-Oh auch. Aber Ho-Oh und Lugia kamen ja jetzt nochmal zurück. In der Zwischenzeit hat man auch mal getauscht. So habe ich also nicht nur ein Shiny Ho-Oh gehabt, sondern ein Shiny Glücks Ho-Oh, wo ich auch finde, dass der Hintergrund richtig gut zum Ho-Oh selber passt. Da ist noch eins dabei und noch eins, leider nur drei Stück davon. Bei Lugia sah es also richtig fett aus. Vivien ist dabei, leider wenig WP, genau wie Magnayen. Da hätte noch mehr gehen können, aber Hauptsache, man hat das auch erstmal dabei. Pilippa, da fällt mir gerade auf, da fehlt also noch Wingull, also die Vorentwicklung. Aber die habe ich auch, glaube ich, noch irgendwo, die müsste ich mir auch mal rübertauschen. Und ich habe nämlich, glaube ich, nur eins bekommen und das hatte ich dann entwickelt. Wenn ich mir die Vorentwicklung noch rübergebe, das kostet bestimmt auch nochmal, nee, müsste ja dann günstig sein. Aber das fehlt hier, ihr werdet daran noch sehen bei den Vögeln gerade, dass da auch was fehlt. Obwohl hätten die Vögel nicht schon längst dabei sein müssen. Ich checke überhaupt nichts mehr. Eigentlich Arctos, Zapdos, Lavados hätte doch schon kommen müssen. Ach, egal, vielleicht habe ich auch einfach gar keine mehr, weil ich die schon alle weggegeben habe, aber kann mir ja selber immer noch mal welche wieder zurückgeben. Von den zweiten Accounts, da habe ich ordentlich mitgeradet und brauchte die auch, um zu tauschen gegen andere Leute. Ist natürlich immer sehr teuer und kostspielig, aber Shinies sind für mich das Einzigste, wo es sich wirklich lohnt zu tauschen. Also bevor es jetzt die Glücks-Pokémon gab mit der Einführung, ich hätte mir nie neue Pokédex-Einträge ertauscht, weil irgendwann hat man die eh alle oder bekommen die bei Events hinterhergeworfen. Aber Shinies sind eben selten. Da muss man ewig suchen, da muss man Glück haben. Aber sich da zu tauschen, wenn einer mehrere hat oder mal was doppelt hat gegen was, was man noch nicht hat, das finde ich cool. Ist in dem Sinne ja auch irgendwo ein Pokédex-Eintrag. Aber hier gab es noch einen Makuhita und einen Hariyama, was auch, glaube ich, wieder von Brian war. Ein Zubiris haben wir hier und ein zweites Zubiris, glaube war von Bob und Bockwurst King. Flunkiefer, da habe ich ja ewig nachgesucht und 10 Millionen Raids gemacht, bis ich dann endlich eins bekommen habe. Das ist aber nicht das, das müsste dann das hier sein. Deswegen bin ich da auch übelst abgespackt, hab 3 XD hingemacht, hab so gefeiert in dem Moment, hab ein episches Flunkiefer-Shiny-Jagd-Video gemacht mit epischer Musik, wie viele Raids ich gemacht habe und wie ich jedes mitgenommen habe und einfach keins dabei war. Dann ging sich's irgendwann aus, wie ihr seht. Stolunia haben wir natürlich auch ein kleines mit 17, genauso wie Stolrak oder Stolos. Da ist auch die ganze Familie da, auch durchentwickelt. Mediti ist vorhanden, Meditalis als Shiny, Plusle, das war gerade auch zum Go-Fest, da war ich eine Zeit lang in Cep unterwegs, also in der Tschechei, da saßen etliche rum, da gab es ein paar Plusle und ein paar, steht das hier mit dabei? Ha, der Vorzeigeeffekt, da steht natürlich wieder Röhmhild, oh, da steht auch Röhmhild. Aber da, Cep, bla 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 bla, Tschechien am 14.07. So, da habe ich halt so ein paar mitgenommen. Genauso wie Minun, die sieht man hier, mit den grünen Ohren natürlich wieder. Pokédex, ach genau, das wollte ich auch noch entwickeln, weil mir noch ein weibliches Roserade fehlt.
Und einen Shiny habe ich auch noch nicht, aber gerade von denen habe ich bei der Safari-Zone in Dortmund natürlich etliche bekommen. Roselia, und ich sehe, die hier sind männlich, deswegen habe ich das Pokédex genannt, weil ich das dann entwickeln wollte. Ein rosa Rade, 100% habe ich schon entwickelt. Mir fehlt also noch ein Glücks rosa Rade entwickelt, mir fehlt ein Shiny rosa Rade entwickelt, mir fehlt ein weibliches rosa Rade entwickelt, weil das 100er war ein männliches und da achte ich immer genau drauf, dass im Pokédex wirklich alles voll ist. Also Glücks, Shiny, männlich und weiblich, das ist manchmal übelst kompliziert, aber manchmal kann man es ja verbinden. Wenn das Glückliche jetzt ein männliches ist und das Shiny ist ein weibliches, dann müsst ihr nur zwei entwickeln und habt alle vier Sachen erfüllt. Aber Roselia gab es auf jeden Fall auch eine Menge. Die saßen ja dann auch hier rum. Hier habe ich, glaube ich, noch keins bekommen. Aber in Dortmund gab es die wie Sand am Meer, wie Schilling immer sagen würde. Ein Weimar habe ich auch bekommen. Da habe ich, glaube ich, mal eins aus einem Raid bekommen und eins auch wild gefangen. Habe auch einen Wailord gebastelt. Wablu habe ich mittlerweile auch genügend, zwar alle auf sehr niedrigen WP immer, ein Altaria entwickelt, ein zweites Altaria, da ist glaube ich auch eins getauscht gewesen, gab es auch zuhauf, aber in Dortmund bei der Safari-Zone. Schuppet haben wir da und Barnett haben wir gleich hinterher, genauso wie Zwirrlicht. Beim Zwirrlicht auch coole Sache, ist mir letztens eins aus einem Ei geschlüpft, aus einem Zweier-Ei, wo ich gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass überhaupt Shinies aus Eiern kommen können. Aber gut, bei den Baby-Pokémon ist es ja auch so. Dann Zwirklob haben wir zwei Stück, da kann ich auch demnächst mal noch eins entwickeln. Zum Zwirrfinst. Absol habt ihr gesehen, war dabei. Das war damals auch auf der Feste Coburg beim Community Day, haben wir da Raids mitgemacht. War ein Absol dabei. Ein Schnäppke, das gab es damals glaube ich auch vom Thorsten, glaube ich, getauscht als Dank. Habe aber leider noch kein Forstelga. Ein Libiskus. Und ihr kanntet ja alle damals Valentinstag. Gab es natürlich Herzfische auch in Unmengen überall sitzend. Und da wurden die auch als Shiny eingeführt. Gab es auch. Und dieses Jahr an Valentinstag gab es, glaube ich, gar keine. Auf jeden Fall habe ich gar keine gesehen, großartig. Aber die sind auch richtig selten, finde ich. Was nicht so selten ist, hingegen ist Tarnel, was auch wieder zum Community Day kam, wo auch wieder etliche dabei waren, dann auch Metang entwickelt, Metagross entwickelt. Kyogre gab es natürlich dann mal, auch als Shiny, als es das zweite Mal zurückkam. Da habe ich mir noch eins mitgenommen, da habe ich mir sogar zwei mitgenommen. Und jetzt ganz neu, was in die Raids auch eingeführt war, war natürlich Shinux, was es auch als Shiny gab, da habe ich auch... Es ist noch gar nicht so lange her. Könnt ihr auch noch mal kurz schauen. 30.10. also vor 2 Monaten aus einem Raid eins bekommen. Hab das da mal durchentwickelt, weil das eben ein relativ frühes Shiny war, was vielleicht noch nicht so viele hatten. Und ja, bin immer noch auf der Suche, noch zwei andere zu bekommen. Aber ihr seht, es geht nicht weiter. Das war es also von hier. Die ganze Liste noch mal, wenn ihr sehen wollt, wie das ausschaut hier. Also das sind schon etliche. Viele sind noch frei, die man auch tauschen kann, tauschen gegen andere, die man jetzt noch nicht hat. Da freue ich mich natürlich immer, wenn jemand was Krasses findet und dann ein Stück vom Kuchen abhaben will. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich kein Shiny Arctos, kein Shiny Zapdos und kein Shiny Lavados mehr habe. Weil die alle weg sind, weil die alle getauscht wurden irgendwie. Muss ich mir wieder rüberschicken vom zweiten Account. Aber das war's von dieser Stelle erstmal. Oh, der Jürgen ruft an, alles klar. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Viel Spaß noch. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.